Hallo, ich bin Julia Taubinger. Mein Name ist Andreas Kukumuk. Ich bin der Michael von Brüsli und ich bin einer der Voter. Das heißt Jurymitglied vom Smart City Award. Vom Smart City Award. Der Smart City Award des Klima- und Energiefonds steht dieses Jahr unter dem Motto Feeding the City. Also wie wir uns auch in der Stadt nachhaltig ernähren können. Und wie das aussehen kann, machen drei unserer Voter, also Jurymitglieder, vor. Sie beschäftigen sich seit Jahren damit, wie man gutes und gleichzeitig nachhaltiges Essen produzieren kann. Global, nicht nur beim Brot, sondern alle Lebensmittel und über die gesamte Lieferkette, das heißt vom Anbau am Feld über den Transport bis hin zu den Haushalten, ist es so, dass wir tatsächlich ein Drittel aller angebauten Lebensmittel nie essen werden. Was eine sehr drückende Zahl ist. Und um dem etwas entgegenzusetzen, ist Michael auf die Idee gekommen, aus altem Brot frisches Müsli herzustellen. Genau, das Brot, das in der Früh gebacken wird bei der Bäckerei und am Abend nicht verkauft wird, holen wir am nächsten Tag ab und verarbeiten zu Knuspermüsli weiter. Und wie wir achtsamer mit unseren Lebensmitteln umgehen können, darüber hat sich auch Julia Gedanken gemacht. Dabei ist sie auf die Idee gekommen, heimische Walnüsse zu verarbeiten, die ansonsten achtlos am Boden liegen bleiben. Jeder, der zu Hause einen Nussbaum hat, ist unser potenzieller Lieferant. Das heißt, ob jetzt ein Nussbaum mitten in der Stadt, im Park oder im Garten oder auch am Feld, auf der Wiese, ist unser potenzieller Walnussbaumlieferant. Mhm. Jeder Sammler, jeder, der gerne Nüsse sammelt und statt Fitnesscenter im Herbst Walnüsse sammelt, ist unser potenzieller Lieferant. Und so ist Julia zur Nussknackerin geworden und produziert heute nachhaltige und schmackhafte Nussprodukte. Und vom Nüsse-Sammeln kommen wir jetzt zum Zukunftshof. So heißt nämlich der Ort und die Genossenschaft, an dem sich unser Voter, der Schneckenzüchter Andreas, gemeinsam mit vielen anderen die Zukunft der Stadt ausdenkt. Also wir verstehen uns hier wirklich als Labor für eine utopische Stadt, so wie wir jetzt romantisch auch in der Zukunft selber leben würden. Also wenn ich mich jetzt hinausversetze, was wäre denn eine Stadt, wie würde ich denn in 20 Jahren leben, wollen wir hier schon den Raum schaffen, wo man solche verrückten, zum Teil auch verrückten Ideen auch ausspinnen kann, diskutieren kann und mit Gleichgesinnten auch hier was bewegen kann. Etwas bewegen und spannende Projekte vor den Vorhang holen, das ist auch das Ziel des Smart City Awards des Klima- und Energiefonds. Du hast alleine oder gemeinsam mit anderen ein Projekt zum Thema nachhaltige Ernährung? Oder du kennst in deinem Umfeld nachahmenswerte Initiativen? Wir suchen euer nachhaltiges Projekt und wie das zu einer nachhaltigen Ernährung in der Stadt beitragen kann. Wir belohnen 50 innovative Projekte, Aktionen, Produkte oder Dienstleistungen mit je 500 Euro. Und wenn du zu dem Thema Ernährung in der Stadt ein tolles Projekt hast, dann reich es ein. Reicht eure Projekte ein und zeigt, wie wir die Menschen in der Stadt ernähren können. Registriere dich jetzt und reiche dein Video bis zum 25. April 2022 ein. Alle weiteren Informationen findest du online.